Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir Anderson. Wie ihr wisst, stehe ich auf Rätselspiele, doch Anderson ist weit mehr als nur ein Rätselspiel. Mehr Point and Click und mehr Mystery. Aber was ist Anderson? Und was sind wir? Odin, finden wir es heraus? Macht mir Intro jetzt los. Bis gleich. Fucking do this! I can't wait to see you again. Nah. Die ist mir nicht koscher. Ach, was ist jetzt los? Ah, Glitch einfach, aber wie dem auch sei, es funktioniert jetzt und jetzt starten wir jetzt mal durch. Bin mir nur nicht sicher. Nee, das passt. Ich mache jetzt nichts mehr an den Einstellungen, ob die Höhe stimmt, weil ich mir ein bisschen klein vorkomme. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein kleiner Mensch. Kann natürlich auch sein. Also. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen, unscheinbaren, gefährlichen Raum. Kann ich Sachen, na, so wirklich aufhebeln? Kann ich nichts, aber ich kann Sachen packen. Das ist schon mal gut. Physikalisch etwas mitnehmen, das ist immer ein gutes Gefühl. Und wie ich ja beim Code Opener schon erzählt habe, Point and Click, irgendwie Rätsel, also müssen wir irgendwie einen Weg finden, hier rauszukommen. Ah, okay, easy. Ooh, a key card. Let's see what it opens. Also wir haben hier so eine kleine KI, die mit uns redet. Ich hoffe, dich freundlich gesinnt, aber jetzt lesen wir erstmal das durch. I've done it. I found a way to easily circumvent the electricity conundrum that has plagued me since my first day on this island. Okay, wir sind auf einer Insel. I installed that insufferable generator. I modified and upgraded it to the best of my ability, but it's still too inconsistent for my liking. Okay, gefällt mir doch nicht so ganz, wie er es modifiziert hat, den Generator, okay. Das, I made this quadratic interface. Damit bist du gemeint. By using a simple lever crank and a painstakingly enhanced capacitor, you can power on a simple computer with just a few pumps. I do, however, have to keep the capacitor encased in a pressurized capsule in order to keep it fresh. Genius! If only I could remember where I left that lever. Wir müssen also einen Lever suchen. Okay. Wir müssen also einen Lever suchen, also einen Hebel. Oh, das ist cool. So ein kleiner Roboter. Aus Chrom. Ein Chrom-Roboter. Hier irgendwas. Wie es halt so ist bei Point-and-Click-Spielen. Immer alles anfassen, alles berühren, alles testen. Hier können wir das zudrehen, da geht mir das Getische ein bisschen auf den Senkel. Muss ja nicht sein, die Luftverpestung hier. Und hier so ein Milliampere. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Keycard gefunden. Die hier. Oder kleine Dude, press Enter to continue. The computer needs a pin to unlock. It's not in my memory, and I'm not connected to the database. It must be hidden away in this room. Low power mode activate. Input override pin. Quadratic interface. Okay, da muss also der Lever hin. Ich muss jetzt einen Pin suchen. Die Keycard kommt wahrscheinlich erst später zu tragen. Stuhl, gehen Sie bitte aus dem Weg. Danke. Hier haben wir. Kommt das irgendwie? Nee. Gut, dass wir hier keinen Zeitmangel haben. Keinen Stress, meine ich damit. Zeitmangel. Wir können uns hier in der Ruhe umschauen. Es ist doch ein bisschen dunkel, so eine Taschenlampe nicht schlecht gewesen.
Kommt vielleicht noch irgendwann. Ich habe eher die Befürchtung. Warte. Können nicht draufsteigen. Dass dahinter irgendwas ist, oder nicht? Da ist doch was drin. Aber ich kann das nicht aufmachen. Sind wir etwa jetzt schon verloren? Was haben wir hier? Können wir nicht nehmen. Und dahinter ist irgendeine eingestürzte Ecke, die mir nichts bringt, nur laut in den Ohren donnert. Hey! Da! Aha, okay. I see. Ah, nein! Wir haben doch die Grab Hand. Haha! An! Los! Steht auf der Keycard irgendwas? Steht auch nix. Auf dem Bild vielleicht irgendwie ein Pin, ein dreistelliger Pin brauchen wir. Wir haben hier einen Text. Aber auf dem Text steht auch nichts drauf. Wir haben doch eine Keycard. Wir können doch bestimmt irgendwas mit der Keycard machen. Grönt mir ein bisschen zu laut. Da können wir nichts machen. Also, wir haben doch... Warte, halt... Open Sesame! There should be something useful in that drawer. Das ist ein... Ach, ich wollte einen Schlitz, ein... Ich dachte, das... Aber das hat doch nicht mein Magnetstreif... Och, Alex. Zamol, was ist los mit dir? Noch mehr Keykarten? Achso, das ist keine Karte. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Okay, goody. You figured out the code. You should have access to the security systems. Turn off the lock. Okay, security. Unlock emergency exit. What? Low power? I'm sorry. I don't know what that means, but we can figure this out. Information. Not available. Maintenance. Initiate power sequence. Quadratic lever brauchen wir. Okay. Dann mach ein Reboot. Okay. Mach mal das. Hey, I think you unlocked that locker. Unlock that locker. Aha, jetzt. So, was haben wir denn hier? Wow! You have a stick. Now search high and low. What? Okay. Ich glaube, das ist das Ding, was wir gesucht haben. Gehen. Ich möchte das wieder zumachen, bitte. Ordnung muss sein. Okay. Hätte ja sein können. Ich muss das Ding wahrscheinlich jetzt aufbrechen. Dafür ist der Chromec da. So, jetzt würde ich sagen, geht's los! Goody! You figured it out! Unlock emergency. Okay, geht noch nicht. Wir müssen Maintenance und Initiate Reboot. Okay, goody! I'm charged up! Okay. Ganz easy, dude. Und unlock. This action cannot be undone. Continue. Alright, you did it. Error?
It was nice meeting you. Now get out of here, you crazy kid. Consent and sequence activated. No. Stop. Undo. Open taskbar. There's no time to explain. I'm going to have to override the system to open the door. Find me on the outside. And if you can't, don't forget me. Yeah! What? Was ist hier los? Where the fuck am I? Ich muss sagen, die Grafik ist echt ansehnlich. Wie ihr wisst, ich spoiler mich nicht viel. Also ich lese nicht viel über die Spiele, ich lasse mich immer überraschen. Aber wenn ich dann sowas sehe, dann bin ich echt geflasht. Es hat ein schönes Feeling. Schöner Anfang für ein Adventure. Wow. Aha, wir werden also erwartet. Wir sind also auf einer Insel. Das war ja uns schon bekannt. Haben wir in dem Text gelesen, dass wir auf einer Insel sind. Scheinbar müssen wir hier rausfinden, wie es halt so ist, so Escape Room mäßig. Aber es stecken auch viele Geheimnisse dahinter, also nicht nur die Aufgabe zu entkommen, sondern auch die Frage muss beantwortet werden, wo sind wir hier, was machen wir und wer sind wir und wer ist Anderson? Ich denke mal... Die Geschichte mit dem kleinen Roboter ist noch nicht zu Ende. Okay, wir gehen jetzt erstmal da lang. Aber warum haben wir jetzt zwei Keycards noch zusätzlich bekommen? Gelb und rot, wenn wir doch jetzt nicht mehr zurück können. Das ist komisch. Rennen können wir auch nicht. Müssen wir halt gemächlich laufen. Können das in Ruhe spielen, also wir haben keinen Grund zur Panik. Wir können uns hier gemeinsam das alles anschauen und vertraut machen mit der Umgebung. Ja, kein Strom. Ah, das müsste zum Anderson gehören. Wow! Okay. Rückgängig. Oh Jimmy, habe ich angetan? Was habe ich angetan? Okay, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht gleich in Flammen auf. Auf jeden Fall sieht das ganz nice aus. Vielleicht ein bisschen Tone hätte man noch reinmachen können, da das jetzt diesen Funkenschlag keinen Ton wieder gibt. Was irgendwie doch schade ist. Ja, ich soll jetzt so. Genau, ich mache jetzt die Soundeffekte. Muss ich da rein? Also, die einzelnen Level sind geteilt. Es hat seine Vor- und Nachteile. Einfach wahrscheinlich, um die Kapazität des Spieles nicht zu überfordern. Man ist in mehreren Teilen aufgesplittet. Cool Power. Premium Generator, Customer Feedback Slip. Whereas this beast of a power supply has solved my engine needs, it is finicky and temperamental. If you add too much or too little power, this whole thing short circuits. In order to make it work, you must add up the exact total required power and input that amount. Okay, perhaps I will take the matter into my own hands and make a modification of my own. Although I'm sure that will void your flimsy, unsatisfactory warranty. I shouldn't have just built one myself. Okay, das heißt, wir müssen Kühlmittel
hinzugeben, aber es darf nicht zu wenig und nicht zu viel sein, sonst gibt es halt diesen Kurzschluss, den wir draußen gesehen haben. Es muss den exakten Menge von Dingens geben. Was ist das? Laminat. Kühlflüssigkeit. Okay, Kühlflüssigkeit. Ich denke mal, hier machen wir was. Okay. Power on. Oder Scam. Initiate Access. Power Level ist 0. Aha, da tut sich was. Kann man das... Okay, kann man rückgängig machen. Wenn ich jetzt einfach 23 mache... Muss man rechnen? Bin ich sicher. Was, wenn ich alles anmache? Nee. Ich denke mal, das ist ja die... Wie viel Energie das braucht, glaube ich. Wenn wir zusammenrechnen. Ach, rechnen. 18, 26, 30, 40, 52, 60. 60, okay. Wir haben hier schon mal 30. 30 und das gibt 70. Nee. Und nochmal. Gleich muss ich nur die roten. Also hätten wir 22, 24, 34. 41. Oder? 20, 34, 41. 41. Okay, wir müssen auf 41 kommen. 41, da können wir hier 21 machen. Jawohl, ja! Easy, easy, lemon squeezy. Kann man damit sprayen? Nie kann man sprayen damit. Das ist nix. Nix. Okay. Raus hier. Ah, Licht. Schön hier. Finde ich. Genug Licht. Genug Gebäude. Da ist auch Strom. Hier können wir jetzt auch den Dude endlich mal wieder anschalten. Fühle mich ein bisschen allein hier. Hello! You found me? Yes. You saved me? Yes. I knew you were special. I could tell. You really must be an original. The original. So I... I've got some explaining to do, huh? Yeah. I'm gonna be honest, I never thought you'd get this far. Oh, but I'm glad you did. You see, Dr. Friedrich was the one who rigged that last room to explode so she could stop any unworthy copies from escaping. Oh, did I say escaping? I meant progressing. And I've been tasked with helping them make it all the way into this here lighthouse. But the lighthouse is locked. So for now, why don't you check out the lab? There's something important there waiting for you. The lab. Okay. Okay. The lab, also. The lab ist da hinten, ja. The lab.
rein geht's! Hallo! Dr. Friedrich first began creating copies. We're gonna need a few things before we can open the lighthouse up. That room, the one filled with water, that was the decompression chamber, but now it won't drain. You'll need to relieve the pressure before you can see what's clogging it up. Also hier fängt das Rätsel schon mal an. Die einzelnen Räume hier aufmachen. Was hat er gesagt? Kopien von sich? Ernsthaft? Was für Kopien? Lass mir Lecter! Okay. Ja, ja, hat man doch gelernt. Einfach alles drücken. Oh, ist er süß? Little Body Control. Nur blöd, dass ich keine D-Taste habe. Die ist wahrscheinlich hier irgendwo verschollen. Das ist ein Raum voller Rätsel. Wie geil ist das denn? So eine kleine Man Cave. Dann jetzt los. Da muss ich wahrscheinlich hin. Aber wie gesagt, mir fehlt ein Knopf. Ein Bebel. Ich kann mir Notizen machen. Okay. Mülleimer ist nichts, aber wir haben hier einen kleinen Text. Dearest Alina, I am sending you a physical mail because you have keys responding to my terminal message. I don't know of a better way to reach you, and it was no small feat to get you this mail. I'm begging you. And your unnatural work, although your pain must be immense, you still must know that this will not bring back your son. Nothing can. But the actions you are making cannot be undone. If others were to learn of your true goal, it is unlikely you wouldn't be allowed to live. Your research would be dismantled. Your legacy stained with blood. Please let me help you. Dr. Reed. Alina. Alina Friedrich. Alina Friedrich. Der Anderson hat was von einer Dr. Friedrich gesagt. Also denke ich mal, geht es hier um Alina Friedrich, die wahrscheinlich laut Brief Untersuchungen tätigt, um in der Hoffnung ihren Sohn zurückzubringen. Okay. Weird. Ziemlich weird. Okay, was haben wir noch? Also so ein Button fehlt mir, wie gesagt. Mal schön nach oben gucken, ob wir irgendwas finden. Aber so wie so ein Inventar haben wir ja auch nicht, deswegen sehr merkwürdig. Pressure Release 600. Okay. Also ich würde schon sagen, dass ich bestimmt System hatte mit dem Hin- und Herklicken. Dann waren da 100. Dann habe ich die 100 abgelassen. Und dann habe ich... Und dann habe ich hier... letztendlich, die Tür ist auf. Keine Ahnung. Wie haben wir hier? Ja, ist eine gute Frage. Wie kommt denn das Ding da rein?
Na okay, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und zwar dahin. So, okay, nächstes Rätsel. Wir haben hier diesen kleinen Dude hier. Der muss da durch und zum grünen Dings hin. Okay, und los. So, ich darf das rote Ding nicht berühren. Was passiert, wenn ich das rote Ding berühre? Eliminiert. Aber wir haben Tausende davon. So. Jetzt mal gucken. Ich muss... Ne, muss nach unten. Ah, Dreck. Okay, da muss man ein bisschen filigraner sein. So, das ist jetzt oben. Und der muss jetzt hier durch. Gut. Gehen wir ein Stück nach oben und gucken, wie viel Spielraum ich habe. So, nochmal kurz planen. Wie gehe ich dann vor? Okay. Einfach ganz nach oben. Das ist jetzt easy im Vergleich zu dem Wasser-Dingens. Ja, ey, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Okay. Was ist los? Was, wenn ich das da hinstelle? Look at me! I always wanted to do was? It, but the doctor would never let me fly indoors. Wie? Okay, I got caught up in the moment. Let's get out of here and break into the doctor's house. What? Wie? Wa? Hä? Also... Was? Okay, komm. Kann ich dich richtig umarmen? Nein, willst du nicht? Okay. So, Laboratory haben wir endlich absolviert. Ich hatte wieder einen kurzen Bug. Das ganze Spiel ist abgestürzt. Ach, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt den Part nicht gehört. Gut, dass du uns jetzt hinchecken möchte. Ich hoffe, dass es nicht Dauerzustand ist, dass jedes Mal irgendwie was abstürzt. Aber das wird schon. Er folgt uns, das ist schon mal gut. Rennen können wir nicht. Anderson Stationen funktionieren jetzt auch nicht mehr, weil Anderson jetzt hier portabel ist. Does not indicate that the door is going to open for us yet. Okay. Komm mit. Anderson, komm mit, komm mit. Kommen Sie, kommen Sie. Ich führe Sie rum in den heimischen Ortschaften der Insel. Tropische Wetter, Sonnenschein pur. Bezweifle es, dass Anderson hier jemals diese außergewöhnliche Umgebung betrachten durfte. Halt,
Laboratory 02. Hallo, Dude. Was ist denn hier passiert? Wir haben im Laboratory gemacht. Das wollt ihr noch vermieden? Kann ich jetzt vergessen. Na gut. Goldetopf. Wow. Laser. Take the log, solve for X, and we're done. What? I'm smarter than I look. Effe. Du warst für dein Geld. Danke. Da muss ich jetzt wahrscheinlich so rein? Okay. Head in. I haven't been here in a very long time. She cut off my access when she realized I didn't need to sleep. Apparently my enthusiasm can get tiresome. Some days she would fall asleep right here if she was up late working on a problem or a formula. Oh, that was my first home. Wow, I've sure grown up a lot since then, right? Wouldn't you agree? No? Fine, ignore me. I think I've come a long way. Alright, that's enough reminiscing. Let's get back to work. There's gotta be a clue hiding here somewhere. Dr. Frederick never did anything without a reason. Okay. Was haben wir denn hier? Data Stick. Version 2, okay. Können wir die öffnen? Nein. Wir haben ein Tonbandgerät. Bin mal gespannt. Rätsel Nummer 2, Mr. Friedrichs. There's something weird about that bookshelf. Was? Bookshelf. Was heißt Bookshelf? Auf jeden Fall Part 2, Mr. Friedrichs Labor. Oder Büro. Bookshelf. Special Consciousness and Secretary. Besser? Aha! Wow, Gewehre. So viele Bücher. Überall Bücher. The Exploration of Consciousness and Circuitry von Dr. Friedrich Alissa. Okay. Ah, da haben wir ein Wiedergabegerät. Oder so. It's bizarre. Nee, it's Allison. Alissa. I've felt the need to sleep in days and then last night I collapsed into my bed. Das ist gar nicht gut. It was a deep and uninterrupted sleep. I dreamed of him. Von ihrem Sohn redet sie wahrscheinlich. It makes me wonder, is he dreaming of me? Wherever he is. Does he know I'm coming to find him? Is he waiting? It doesn't matter. I hope he understands. Arme Frau Dr. Anderson, Friedrichs. Wo? Insert Data Stick. Ah. Boom,
Das ist so ein Mini-Teleporter, glaube ich. Kommt das jetzt? Okay, Bookshelves. Das ist eine Kleidergarderobe. Bookshelves. Da. Okay, hier kommen die rein. Okay. Was haben wir hier? Volume 1 von ihrem Buch. Atomic Physically Astronomy. Da kommen die Hände. Okay, ich leg die mal kurz hier zur Seite. Ja, das könnte passen. So. Doch mal nur noch die andere Reihenfolge. Ich mache jetzt einfach mal so, wie ich denke. Yes. Let's go find it. Läuft doch! Ich wusste, es klappt. Die Statue und da ist der Schalter. Okay, let's do this. Easy. So, Anderson, komm. Bevor ich es wieder vergesse, wo ich hin muss. Auf jeden Fall. Ach, ein Stein, ich dachte ein toter Fisch. Auf jeden Fall. Diese Richtung Wald wieder. Wir wissen, wo die Statue ist. Und da ist ein Schalter. Dann legen wir um und geht's weiter. Aber ist jetzt alles easy. Noch keine große Spannung. Ist alles ein bisschen gechillt, so Rätsel lösen. Viel noch am Geheimen, ein paar kleine Hints. Aber noch nicht viel. Auch nichts zum Gruseln. Es ist schon mal ein bisschen entspannt, dass man nicht jedes Mal immer etwas zum Gruseln braucht. Muss ja nicht immer Horror sein. Ich bin so nicht der Fan von Horror. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Aber es kann doch nur einer von den Bäumen sein, laut der Perspektive. Hier eigentlich. Na, komm schon. Da! Mach's doch! Wow. Gruselminat. Juch. Okay. Play. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte alle meine Ähnchen spielen. Ungefähr. B C D E F G
Also bis G-Kämmer. Wir haben 8 Buchstaben. Okay. Alisa geht nicht. A, B, C, D, E, F, G. Lisa geht nicht. Anderson geht nicht. Komm mal her, Kleider. Anderson. Nee, bringt mir auch nichts. Mann, diese Rätsel immer. Ich brauche einen Namen. Den Namen vom Jungen weiß man auch nicht. Anderson, Anderson. Ah, steht auch nichts. B, C, D, E, F, G. Also ich befürchte etwas. Oh, das ist doch makaber. Ist es ernsthaft dead, 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 dead? Also dead, dead? A, B, C, D. A ist hier. A, B, C, D, E. Alright, let's go. Okay, ich glaube, das war richtig. Wie auf einer Rennstrecke. Hör auf, durchzudrehen. Das Durcheinander-Ticken hat mich verrückt gemacht. Das ist alles. Ich habe keine Angst. Das ist kein Horrorspiel. Beruhig dich. Anderson! Anderson! Oh, Mann, ey! Mach mich selber verrückt. Jetzt rein hier! Rein hier! We finally made it! Okay, ja. So before we move on, I have to be honest. Jo, beruhig dich! Dr. Friedrich is dead. She's been dead a long, long time. I just wasn't allowed to okay. Mention. All I know is that leading you into the lighthouse was supposedly your only way to get off the island in one piece. But I promise, I don't know what happens next. You're the first one to make it this far, but I'll be with you every step of the way. Wow! Beruhig dich! Ey, der Typ ist mir nicht koscher hier. Wow! This hallway is unfinished! It's almost like you reached the end of an early access build of a video game or something. Es kommt mir doch bekannt vor. Also, die Figur an sich. Was? Was ist denn hier los? Area under construction. Na, okay. Also ich sehe nur schwarz. Muss das so sein? Nur schwarz? Wow! This hallway looks unfinished. It's almost like you reached the end of an early access build of a video game or something. Okay. Also jetzt, wo ich es mir nochmal anhöre, was er gerade gesagt hat, ist klar, warum es nicht funktioniert. Oder warum es nicht weitergeht. Early Access, meine Leute. Early Access. Hätte ich auch im Vorfeld checken können? Habe ich nicht. Meine Schuld. Wir sehen da eine leichte Silhouette von einer Person. Ich backe durch! Das könnten wir zu unserem Vorteil nutzen. Um einfach mal kurz einen Blick drauf zu werfen. Da. Eine Person ist zu sehen. Ach Mist, jetzt geht's wieder ins Spiel rein. Ah! Thank you for playing. Vorhin ist also wirklich abgestürzt. Okay. Ja gut, dann nutzen wir gleich mal kurz für ein kleines Feedback. Also. Was wir hier haben, ist ein Early Access Spiel. Mit Bugs. Hat man gesehen.
Aber es hat eine gute Basis. Sieht gut aus. Und was passiert, wenn ich da... If you've come this far, thank you for playing with me. And stay tuned for more content, more gameplay, and more of me, Anderson. Ja, Musik ist auch gut. Ja. Jetzt atmet. Wir haben die Early Access, die ich jetzt erst herausgefunden habe. Blöd. Durch. Ja, weiter geht's nicht. Aber ich muss schon sagen, es gefällt mir schon sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob ich dann weiterspiele, wenn es dann fertig ist. Eigentlich liegt das Spiel schon seit Ewigkeiten in meiner Bibliothek, in meiner Steam-Bibliothek. Daher dachte ich, let's give it a try. Ja. Bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Auf jeden Fall, tolles Spiel, Anderson, hat mir Spaß gemacht. Mal ein bisschen locker, mal ein bisschen unseriös, furchteinflößend, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ist einfach gechillt und das muss auch mal sein. In dem Sinne, nächstes Mal gibt es ein bisschen mehr Spannung. Bis zum nächsten Mal, euer Anderson Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.